Damn. Konzept ist die Berliner Schnauze. Leute sind halt hart und ein bisschen aber eigentlich ganz fluffig und nett. Tief im Inneren. Das Leben ist bunt. Und ich mag's bunt. In meiner Farbpalette kommt eigentlich nie schwarz vor. Wenn, dann ganz drin. Also mir geht es oft so, wenn ich in anderen Städten zeichnen bin, kommt sehr auf die Stadt an, aber manchmal hat man den Eindruck, es sehen viele Leute einfach ähnlich aus. Das ist in Berlin auf jeden Fall individueller, sag ich mal. Ja, Berlin ist eigentlich für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Ort. Ich lebe jetzt seit 30 Jahren hier, bin ich ziemlich, ja, also wie ein Berliner Kanake kann ich ja schon nennen. Ich dachte, was ist Berlin für mich? Es gibt keinen symbolischen Berlin für mich. Es ist ein Gefühl.